Tapetenwechsel, die Sendung für Wohnsinnige. Heute müssen wir ganz schnell ran an den Speck, denn ich glaube, es wird ein ganz heißer Tag. Jetzt in der Früh hat schon 22, 23 Grad und es soll noch wärmer werden. Und Sie wissen ja, bei Tapetenwechsel wird richtig rangeklotzt. Heute sind wir in Ergolding bei Landshut. Die Spielregeln. Unsere Kandidaten tauschen für 2 Tage ihre Häuser, um sich gegenseitig einen Raum neu zu gestalten. Dafür bekommen sie von uns 3000 Mark und einen Designer, der ihnen mit Tipps und Tricks zur Seite steht. Und hier wohnen die ersten Kandidaten, Andrea und Markus Götz. Hi. Hallo, grüß dich. Du bist der Andrea? Ja. Markus? Hallo, grüß dich. Ich komme zum Tapetenwechsel. Ja, super. Ja? Kommst gleich rein. Wo muss man hin? Ins Dachgeschoss rauf. Oh, Gottes Willen, bei der Hitze. Aber auch das schaffen. Und noch ein Stockwerk. Gleich haben wir es geschafft. Darum habe ich gesagt, bei der Hitze in... Oh, aber es ist ja ziemlich luftig, hoch. Wie viele Meter sind das? 3 bis 4. 3 bis 4 Meter. Alles ist jetzt weiß, sehe ich, an den Wänden. Ja. Soll das auch so bleiben oder gibt es also, Lieblingsfarben oder so? Farbe wären wir schon ganz rechts, irgendwie gelb, orange, ja. Grün, wenn wir recht. Harmoniert ihr da? Ist das auch? Ja, ich bin eher so der Unterkühlte in der Richtung. Da hinten geht es zum Moment durchs Grün durch. Zur Computerecke. Aha, Computerbereich, wer arbeitet da? Ja, ich arbeite, aber der Sohn sitzt natürlich auch da, der Benedikt. Und soll auch wieder so bleiben, oder? Soll bleiben, ja. Hier steht so ein Riesenzeichenbrett. Richtig, ja. Kannst du darauf verzichten oder soll das nach wie vor bleiben? Na, muss unbedingt bleiben. Mhm. Alte Schule, sehr schön. Nach Unterwattenbach bin ich jetzt gefahren zu unseren anderen Kandidaten, zu Heidi und zum Dieter. Da sitzen Sie ja schon, Hobmeier. Hallo. Heidi. Hi. Hallo, servus. Dieter, hi. Ich würde mich ja gerne dazusetzen, aber die Zeit rennt. Ja. Wo müssen wir hin? Ins Wohnzimmer. Okay. Oh, pack was. Auf geht's. Gerne. Geht's. Geradeaus, durch. Ja. Mhm. Sieht er noch ganz neu eigentlich aus? Ja, neu. Wie lange seid ihr herin? 5 Jahre. 5 Jahre, also genau der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich, um die Tapeten wieder einmal zu wechseln. Ja. Woran denkst du? Bisschen Farb, nicht so fades. Also es ist ja jetzt, wenn ich schaue, das ist ein bisschen abgestuft, glaube ich. Ja, also, bisschen. Aber alles ziemlich hell. Ja. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ja, so die Rottöne, Orange, Terrakotta, Gelb, so natürliche Farben. Seid ihr da einer Meinung? Ja, ja schon. Also in dem Punkt seid ihr einer Meinung. Schon. Okay. Was soll sonst verändert werden? Habt ihr irgendwelche Wünsche? Ja, also ich wollte schon immer Regal für Bücher. Das habe ich schon immer geplant, aber ich habe mich nicht getraut. Wo sind bis jetzt die Bücher? Im Schrank. Versteckt. Okay. Ja, versteckt. Mhm. Damit man es nicht sieht. Ich meine, den großen Tisch, der gefällt mir nicht mehr. Die ganze Garnitur? Ja, ja. So, Katja, Stefan, jetzt gilt's. Hier trennen sich die Wege. Hier geht's nach Ergolding. Dort hinten liegt Unterwattenbach. Einmal Dachgeschoss, einmal Wohnzimmer. Wer macht was? Dachgeschoss. Und schon ist es gemein. Ja, Stefan, tut mir leid. Hier bleibt das Wohnzimmer, aber das wird er mit Sicherheit auch top hinkriegen. Also ihr wisst schon, gell? 2 Tage dauert der Tapetenwechsel. Hat sich rumgesprochen mittlerweile. Ich habe das Gefühl, die wollen auswandern hier, unsere Kandidaten. Was die alles mitschleppen. Wie heißt denn die Band? Stony Bones. Hier steht es ja drauf. Merke ich mir. Okay, dann ganz schnell die Schlüssel. Der blaue nach rot, der rote nach blau. Und damit läuft die Zeit. Kommt gut nach Ergolding. Er wird noch einen kleinen Blues aufspielen wahrscheinlich. Und hoffentlich kriegt er den nicht morgen Abend, wenn er zurückkommt, in sein Haus. Bluesfettern. Ah ja. Hallo. Hallo. Servus, bin Stefan Zuberneck. Grüß dich, bin Andreas. Servus. Hallo, hallo. Markus. Und, ihr habt euch schon umgeguckt? Ja, also wir finden es jetzt ein bisschen farblos. Uns da hat jetzt ein bisschen mehr Farbe gefallen. Und die Vorhänge. Und ja, das steht eigentlich schon immer alles so da. Vielleicht hast du dann irgendwie eine Idee, dass wir das Ganze ein bisschen umstellen. Ja. Schwedenofen, den müssen wir wahrscheinlich stehen lassen. Den dürfen wir nicht anpacken. Und ansonsten, die Möbel sind schon ein bisschen älter. Ja. Ich glaube, da entweder machen wir was draus oder wir bauen das um. Irgendwas fällt uns ja bestimmt aber ein. Aber die alten Möbel, die wollen sie ja wieder so also haben. Die sollen wir lassen, oder? Die sollen wir lassen, ja. Dürfen wir auch nicht anmalen. Gleich mal raus mit der Sprache. Ja. Was wollt ihr? Und zwar, wir haben uns vorgestellt, irgendeine Kuschelecke für den Andrea und zum Lesen, weil ich das mal ein bisschen relaxen kann.
und für Markus ja, Arbeitsbereich und eine Ecke, wo er seine Kunden empfangen kann vielleicht. Mhm. So ein paar Stühle vielleicht oder ein Tisch, sowas. Mhm. Und für die Kinder, weil das ist ihnen am wichtigsten, der Computer, Computerspiele, gemütliche Computerecke. Und was ich auch noch irgendwie problematisch finde, ist den Schrank hier. Groß und mächtig. Also ich würde ihn gerne lassen, mir gefällt der. Ja, also, das Raumteil also nicht schlecht, wenn man, wenn man jetzt so verschiedene Bereiche machen möchte. Ja. Wir müssen hier wahnsinnig darauf aufpassen, dass hier uns keiner runterfällt. Ja. Also das ist das Gefährlichste, was wir bis jetzt hatten. Ja. Also müssen wir jetzt ja das Erste machen. Genau. Ja, jetzt streichen wir als Erstes ganz kurz, das ist aber gleich fertig. Ja. Und dann bauen wir hier sofort was drumherum. Alles klar, fangen wir an. Hier, da ist die rote Wandfarbe für da hinten. Muss man die ein bisschen rühren? Nö, die ist gut aufgerührt. Alles klar. Der Raum soll doch hell werden. Ja, das ist ja nur das Stückchen. Oh. Mir schwant nichts Gutes. Markus, das gefällt mir nicht. Die müsst man heller machen. Also, da mache ich nicht mit. Sind wir ganz vorsichtig? Du weißt, das ist der Druck, ja, wenn die auf Nacht im Wohnzimmer reinsitzen mit so viel Rot. Katja, bist du sicher mit der Farbe? Wie sicher? Mit was? Mit dem Rot. Also, ich weiß es nicht. Das ist ziemlich rot. Du, ich glaube, der Markus bestimmt, aber der Andrea. Heidi mag sicherlich farbig, also, aber. Ich ließ meiner eingehen, so der untere Bereich in so einer kräftigen Farbe, aber dann diese Streifen. Schauen Sie sich mal die Farbe an. Wo würden Sie die ansiedeln? Industriehalle, Keller oder sonst irgendwas? Aber. Tja. Ich möchte nicht voreilig irgendwelche. Gut, wir sind ja erst am Anfang. Morgen Abend wird abgerechnet. Hi, mach hier mal Freunde. Ganz lustig. Hallo Wolfgang. Hallo. Ja. Bist du am Operieren oder was? Ja, die Farbe ist nicht so ganz die meine jetzt. Wollte Gummihandschuhe. Sie will sich nicht mit meinem Rot beschmutzen. Wieso? Ich finde die ja super, die Farbe. Ja, vielleicht. Wollt ihr uns bis morgen Abend ein? Wieso? Das ist doch ein. Geh mal ein bisschen weg, Stefan. Was gefällt dir nicht an der Farbe? Ja, ich finde sie ein bisschen heftig. Echt? Ja. Ja, mit Handschuhe, was ist denn hier los? Das habe ich noch nie erlebt. Dass wenigstens ein Teil sauer bleibt. Ich glaube, ich habe es halt schwer, ja. Also das ist mir doch überhaupt nicht passiert, dass ich 4 Stunden spät komme am ersten Tag. Das stimmt, Bastel, Bastel. Die Handwerkerfeuerwehr ist eigentlich immer sofort zur Stelle, wenn die Kandidaten Hilfe brauchen. Jetzt aber los. Das verspricht Hektik Purheit. Hey, was tust denn du? Servus. Servus. Ein Begrüßungskonzert, keine schlechte, wer denn hier kommt. Jetzt hör mal auf! Aber warum ist doch so schön bei dem Wetter? Hast du nichts Besseres zum tun? Es wird dort Gitarre spielen. Musik spielen bei dir im Wetter. Hübsche Frauen haben da, ist doch verschiedener wie Arbeit. Im anderen Haus hat Andrea zum Versuch ja gesagt. Mal sehen, was sie vom Streifendesign hält. Oh. Und Stefan ist begeistert. Sehr schön. Genau nach meinem Geschmack. Ich glaube, da müssen wir warten. Ah, ich kriege so, jetzt. Andrea. Ha? Ich weiß nicht. Also ich bin ein bisschen versöhnt. Ehrlich, dir gefällt's jetzt? Wir sind noch nicht fertig. Das sieht natürlich jetzt sehr unruhig aus, weil wir natürlich die ganze Wand mit diesen Streifen vor uns haben. Ja. Und jetzt kommen natürlich noch die Einbauten, Vorbauten, Zubauten. Mei, jetzt klingt er. Hi, servus. Ja, der Wastel, grüß dich. Grüß dich. Name? Heidi. Heidi, servus. Was tust denn du da? Ich schraub da. Du bist ja schon ultra aktiv. Ja, aha. Und der Göttergatte, der spielt rund Gitarre, du. Ja, und der Müller ist da arbeiten. Ja, komm. Da geht er gerade dran. Was machst du denn da? Absturzsicherung. Genau. Kleiner. Dass du nicht runterfallen kannst. Schön. Wir haben jetzt 5 Bretter und aus diesen 5 Brettern machen wir jetzt einen Sichtschutz, beziehungsweise eine Blende. 1, 2, 3, 4, 5. Das kommt jetzt Stoß an Stoß aneinander. Die schöne Seite auf eine. Nicht so schöne. Ist es aber ein bisschen länger da, hä? Und das Ganze spackst du jetzt zusammen. Aber da muss man umschauen, dass es unbündig ist, oder?
So. Du gehst jetzt halt bloß Obacht geben, ich hab bloß einen Kopf. Jetzt ist so, dass der eine Tischplatte kommt so her, die andere kommt in die andere Richtung. Ja. Jetzt kommen da die Auflagerleisten dran. Ja. Und die und zwei Böcke, einer hier hin und einer da hinten hin. Gut, das heißt fertig. Für mich, ich schreibe jetzt diese Auflagerleisten mit in der Heidi am besten Höhe. Hin. Für mir? Oberkante, sonst? Oberkante 68. OK 68. Also. Ja? Die Blende ist schon zusammengeschraubt. Team Rot und? Legt ein irres Tempo und? Vor. Passt. Prima. So, grüß euch. Servus, Bastelwastel. Grüß dich. Du bist die? Andrea. Andreas, ja. Hallo, grüß dich. Markus. Markus. Servus, grüß dich. Servus. Was ist jetzt? Wir machen hier eine wunderbare Blende und dahinter ein Bücherregal, damit die Bücher ihren Platz finden. Aha. Also ich finde das ganz schön, diese Striche da. Striche. Danke. So strong. Das ist nicht so, wie gemeint, ich kann dir ein bisschen überreden. Warum? Dass du ein bisschen zu mir hilfst. Warum? Ja, ich bin noch nicht so ganz begeistert von den Sachen, die wir bauen. Es ist Nachmittag. Ja. Du hast die Zeit schon im Blick. Wie immer. Im Hinterkopf. Bin ich schon mal nicht fertig geworden. Ich meine ja nur. Wir arbeiten hier schweißtreibend, alle drei. Soll es das heißen, dass die Kaffeepause gestrichen ist, oder was? Ja, die ist gestrichen. Heidi? Komm, entspann dich. Du darfst dich ruhig entspannen zwischendurch. Ganz entspannt markieren Markus und Stefan die Dübellöcher für eine Laufschiene. Hier soll später eine Blende den Fernseher verstecken. Nur das Bohren in die harte Betondecke verschleißt Mensch und Maschine. Genauso gut. Also Kinderspielzeug. Bastel, Bastel! Du musst schon mal ein gescheites Werkzeug nehmen, verstehst? So. Der Terminator. Heb das. Ja, das ist der Stuhl auf 90 Kilo zugelassen. Boah, ist schon irre, was moderne Akkubohrer leisten. Als wäre die Decke aus Butter. Oder liegt's doch am Bastel? So. Der richtige Mann mit dem richtigen Werkzeug. Weil ich immer sag, da musst du es haben, nicht da. Ah, umgekehrt. Was ist jetzt los? Ja, meine Lieben. Das also, ist das eigentlich das Liebe. Es liegen ja hier schon ein paar Ringe in der Wiese. Ja? Jetzt bringst du hier den noch Gummi mal für dich. Den Noppengummi, den schwarzen und die. Das ist ja nicht so schwer. Die sind schon sehr. Drei Ringe. Drei Ringe. Die hier auf dem Boden liegen, über ein Treppenhaus. Ja. Schwebend. Eins mit Rot, eins mit Schwarz. Klapp's mal auf. Können wir sehen. Und eins in Gold. Nein, und eins mit Manschgerl. Ja. Sehr witzig. Super. Also ich stelle mir das so vor, haben wir es alle gut fest. Mhm. Jetzt gehen wir mal hinunter auf den Ring. Patsch. Umschlagen. Oh Gott, der Ring ist ja ganz schön schwer allerdings. Und wenn du, liebe Heidi, das dann umgeschlagen hast und uns einen Hosengummi reingemacht hast, dann sollte es passen. Dann passt es. Außenbaustelle. In Unterwattenbach. Ah ja, da kommst du gerade recht. Wieso? Ich habe jetzt das gleich reingeschraubt und dann kannst du mir bitte eine drum helfen. Klar. Möchtest du her? Da ist noch ein bisschen schwerer. Meinst du, wegen deine Dinger, oder? Vorsicht, stolper nicht über die Kabel. Klasse Planung von Stefan. Die Blenden sind ganz schnell gebaut und fix lackiert. Ja, super. Ja, guck, wir sind fertig. Ihr auch? Ist auch fertig. Wartet mal, ich gehe mal hinten mit der Leiter rauf oder mit dem Stuhl, um das dann einzufädeln. Wie am Hauptbahnhof. Mal eingehängt. Rangierbahnhof. Jawohl. Was denn? Damit die Leute ein bisschen raus. Also das ist schon, das finde ich ja schon ist ziemlich das, cool, oder? Das wird recht wackelig. Noch, Andrea. Aber morgen wird alles anders. Am Abend. Prost. Ja. Prost. Am Abend einfach nur Ruhe einkehren soll. Ja? Alles andere ist gegessen. Oh, super Nummer. Wow. Ah, jetzt sind wir doch fertig, oder? Ja, schaut mal, was ich gebracht habe. Ist ein Bier drin? Ja, super. Ja, bringen, oder was? Feierabend hat was. Er lässt jeden Streit um Design vergessen. Ja, wir haben einen Tag hinter uns gebracht. Ja, ne? Ja, jawohl. Prost. Zumindest bis zum nächsten Morgen. Und Gott. Ja, ich mir schwan schon fest. Hä? Hab ich gerade bei dir draußen gefunden. Die Arme, Heidi.
Ist das was für da erinnert? Ich glaube, das ist genau das Richtige. Ich bricht's an. Ist das da rein, oder das was? Ist aber kein Ich das war ein Gag. Schau mal, so eine schaut aus wie Toilettenpapier. He? Okay, die schaut super aus. Ich habe schon Angst gehabt, das wäre pink. Das passt super zusammen. Das Blau vom Schrank drin und das Grau. Guten Morgen. Und? Hast du uns was mitgebracht? Ja, das hat mir die Kathi gerade in die Hand gedrückt. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, wofür es ist, aber ich denke mal, dass es auch hier in das Eck gehört, oder? Genau. Und zwar machen wir jetzt über diesen vom Schrank weg, mit dieser Leiste oben, befestigen wir einen Stoff. Den geht dann hier? Bis, ja, genau. Der geht dann bis zum Bette, runter zum Kniestock und hinterm Schreibtisch runter bis zum Boden. 18 Meter Stoff haben wir hier und daraus machen wir jetzt die Vorhänge. Ich glaube, da haben wir einiges zu tun. Das Ganze wird hier auf Seil gespannt und dann hier mit diesen Krokodilsklemmen aufgehängt. Mhm. Mehr, glaube ich, brauche ich nicht erklären. Du bist vom Fach. Schauen wir mal. Ich glaube, du meisterst das ganz gut. Dieter, wir beziehen jetzt die zwei Tischplatten da. Und das ist anscheinend die. Jetzt hat einmal da ein bisschen Unmensch. Ich habe meine Vorhänge schon fertig. Die müssen wir jetzt da aufhängen. Und ihr jetzt da wieder umeinander basteln am Tisch. Du, was hörst du, wir basteln umeinander? Das ist eine ganz schwierige Arbeit, die wir haben. Wir sind da fast schon überfordert. Zack, zack. Dieter, sag was. Müssen wir zuerst mal schauen, was die Karte da wieder ausgesucht hat. Wenn es schon wieder so auf Farbe ist, würde ich. Soll ich die vorhin mir schon wieder aufhängen? Ja, logisch. Oh mei, was ist denn das wieder? Alunoppe. Also ausnahmsweise gefällt mir das einmal. Passt ehrlich? Auch ins neue Internetzimmer. Da soll es spacig werden. Hilfst du mir jetzt da bitte beim Einfädeln? Aber mit Vergnügen, du, einer gelernten Dekorateurin, das muss hier durch. Genau, das muss ein bisschen eng, oder? Alle neuen Ringe, das geht schon. Meinst du, hältst das? Genau. Sollen wir da das Ende vielleicht abschneiden dann? Ich würde sagen, wir hängen es mal rauf und dann können wir ja schauen. Schauen wir, wie es ausschaut. Gell? Aber den anderen muss man dann auch noch einfädeln. Haben wir da viel zu viel Stoff unten? Ist das nicht ein bisschen langsam? Ja. Schau mal her, das ist ja. Das reicht ja für zwei Fenster. Viel zu lang, gell? Die Falten da. Ja. Jetzt geht's einmal ein bisschen weiter, du. Ja. Tu nicht da rumschnabeln da oben. Wir kommen nicht mehr weiter, geht alles aus. Ja, aber haut halt ein bisschen drauf, dass wir weiterkommen. Also das ist doch das wirklich. Das passt schon, lass mal. Das, nicht so das kann man dann schon, so ich wollte jetzt nur, dass es nicht ganz so. Krieg jetzt hier mal den Stoff, oder? So, ich schau mal auf. Jetzt weiß ich, warum der Kastelwastel heißt. Erstens weiß ich nicht Kastelwastel und zweitens sagst du jetzt sofort, dass du auf deinen Lautern aufkommst. Okay. Mit der Stange. Mein Gott, schlaf nicht ein. Mach rauf damit. Mhm. Ihr habt nur noch 4 Stunden. Rauf, geht's. Rauf, Ozean, 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 Ozean. Ich sag dir schon, also der rosa Stoff schaut ja schon ein bisschen schwülstig aus, Katja. Das ist orgasmodrom-mäßig halt. Bastl ist der schärfste Kritiker unserer Designer und weiß auch, wie man sie richtig hochnimmt. Links und Mitte festschrauben. Sollen die Leisten mittig, vorne oder hinten anschrauben? Du sollst die Leiste mittig vorne und hinten anschrauben. Das geht nicht. Ich meine jetzt von der Schrank mittig vorne. Das ist mir wurscht. Also dann schraube ich jetzt, oder? Ich habe schon eine lange Leitung, gell? Von mir aus gesehen, rechts oder links? Beide. Oder weiter runter. Also sonst haut sich der Tilly den Kopf an, gell? Eher ein bisschen höher. So dann. Hand her. Kreislich, gell? Nein, das machen wir nicht. Also ich mach das nicht hier. Das soll der Stefan auch. Das soll er sich da hinten hinmachen. Da ist das richtig. Genau. Da sieht man es nicht. Genau. So ist es richtig. Ja, dasselbe habe ich dich vor einer Stunde auch schon gefragt und da hast du nicht gesagt. Vor einer Stunde da war ich mit dem Stoff beschäftigt. Ja, ich kann mich doch nicht immer auf alles konzentrieren. Jetzt ziehe ich zum ersten Mal den Ring und stehe fest, hoppsala, der ist ja sauer schwer. Ja, dann machen wir einen anderen Vorschlag. Dafür bist du ja hier. Du, gell? Für das bin ich doch nicht da, dass ich dir deine Eisenring da aufhebe. Doch, auf, dafür hast bist du da, dass du meine Eisenringe aufhängst. Einen Holzring zum Beispiel, einen einfachen Hula-Hoop, zack. Wir einen einfachen Hula-Hoop aus Holz. Ich höre das ganze Haus hier ein bisschen verschärften Ton zwischen Katja und Bastelwastel. Das kann es aber nicht sein. Nein, das kann es aber nicht sein, dass ihr euch jetzt da wegen irgendeinem Eisenring irgendwie in den Haaren legt oder so. Noch nicht in den Haaren, aber. Ja, wenn er sagt, er glaubt nicht, dass diese Rigipswand das aushält, dann glaube ich, muss man ihm halt auch vertrauen, oder? Da dürfte überhaupt keine Wand irgendwas aushalten, die irgendwie aus Rigips ist. Da hängt ja auch sonst was. Ja, aber es hängt nicht gleich mal drei solche 10 Kilo schwere Dinge mit drin. Können wir auf einen Ring verzichten? Nützt das schon was? Ja, völlig. Können wir auf alle drei Ringe verzichten? Nein, können wir nicht, weil das einfach ein leerer Scheißdreck ist da oben. Verstehst du, wo nichts passiert? Moment. Ich hätte, auf was ist das, ein Lehrer? Scheißdreck. Und wohin? Ich
Schau her, die werden jetzt eigentlich hier gedacht. Wie viel hast du noch von dem Zeug? Das wären jetzt die zwei letzten. Oh Gott, das wollen die jetzt bloß das von der Wand, aber jetzt haben wir die anderen schon weggerannt. Jetzt zeigt da schon wieder welche raus. Ich wäre noch verrückt. Ich habe jetzt da die Alternative. Häng's halt hinter das Tor. Alternative. Da sehen wir es nicht. Nein, Fernsehschaden, dann können sie es ja auch schon. Für das sind wir nicht bei Tapetenwechsel. Da könnten wir ja gleich hinter der Plane renovieren. Da neben dir liegt einer, da fährt jeder. Oh, das ist ein Ingelicht. Unten rein, oben rüber. Du passt mir auf, dass die Lobe voll ist. Und er hat doch noch eine Lösung gefunden, der Bastelbastel. Die Ketten für die Ringe hängen jetzt an den Dachbalken. Um den Kamin herum gibt es eine zusätzliche Halterung. Und so haben alle erreicht, was sie wollten. Klasse Design und sichere Montage. Katja ist begeistert. Und Bastel bekommt dafür einen dicken Kuss. Lass die Eisen raus. Du warst jetzt doch noch brav, gell? Ich verzeih dir ja alles. Also, gut. Passt alles. Und jetzt setze ich mich durch. Ich mache jetzt nämlich das Hirschgeweih auf. Gefallen muss nämlich den anderen. Und ich glaube, der Dieter, dem gefällt's. Der ist nämlich ein alter Trepper. Noch 2 Stunden und wieder ein schwerer Schock. Katja hat ein Stück Kanalrohr besorgt. Mordsmäßig schwer das Ding. Soll eine Sitzbank werden. Runter, ablassen. Egal. Anpacken ist die Devise. Egal auf welcher Baustelle, egal ob Rohr oder Sofa. Gut, Sven. Wie tragst du das? Kipp das einmal ein bisschen. Wir haben noch 1 Stunde Zeit. Gut, dass die Blauen mit simplen Ideen die Sitzecke einrichten. Futon zusammenrollen, verspannen, fertig. Dann das Kanalrohr absichern. Katja denkt an alles. Ach ja, der neue Tisch, Baustellenpylone, Glasplatte drauf, erledigt. Und das hier wird ein Stuhl. Mich schockt heute gar nichts mehr. Was ist das? Das dekorieren wir dann schon hin. Was ist das? Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht. Einmal haben wir einen Teppich. Der kommt hier in die Mitte. Eine alte Siemannskiste von alten Seeräubern. Wikinger wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, setzt euch mal alle. Und verpackst du es dann mal schön aus, oder? Ja. Da drin. Wir brauchen eine Beleuchtung. Mhm. Und da habe ich hier jetzt was ganz was Spezielles. Für wäre viel schöner. Da werden Sie sich besonders gefreut über das Gerät. Das ist nämlich auch gleichzeitig mein Designer-Tipp. Erzähl. 0 Mark im Wald findet man sowas. Auf meinen nächtlichen Streifzügen. Ja. Ja, haben wir gedacht, prima für eine Lampe. Lieber Dieter, so, bitte, auf geht's. Da ist die Lampe. Schau, dass das ist die Lampe. Schau, dass er noch runterfällt. Auch auf noch. Geht's. Das ist neu. Jetzt. Und. Ja, es dreht sich. Super. Ein klasse Effekt. Vor 2 Tagen hat es im Dach von Andrea und Markus noch so ausgesehen. Zusammengewürfelt und ohne rechte Stimmung. Katja und Team Blau haben den Raum total umgekrempelt. Arbeiten auf die eine Seite, Computerzimmer mit passenden Neonlampen auf die andere. Und da steht auch der Tisch mit dem aufgeklebten Alunoppen. Jetzt weiß ich endlich auch, wie man aus einem Kanalrohr eine Sitzbank macht. Und warum Katja die bezogenen Ringe so wichtig waren. Die nehmen dem Raum die Höhe und sehen klasse aus. Ach ja, der neue Schreibtisch. Viel Platz zum Arbeiten und gleichzeitig Absturzsicherung. Praktischer geht's kaum. Und wenn ich hier meinen Blick schweifen lasse, dann sehe ich lauter Dinge, die man eigentlich nicht nimmt für einen Raum. Wenn es losgeht, hier zum Beispiel mit diesem Besen. Ganz witzige Idee, was kostet sowas? Zwischen 57 und 8 Mark. Also wenn ich Beträge, in Anführungszeichen. Wenn ich rüberschaue in diese Sitzbank, in der im Grunde nichts ist, was eine normale Sitzecke mit ausmacht. Wenn ich anfange zum Beispiel bei diesen, was ist denn das für ein Material? Pflanzkübeln, also Blähbeton ist das, glaube ich. Wo kriege ich sowas? Auch im Baumarkt. Was kostet's? 8,50 Mark auch. Also dieses ganz Abfallrohr, was wir vorher schon hatten? Ja, muss man irgendwelchen Bauarbeitern abluchsen. Ja. Trage ich dir oder so? Nicht mal. Die manchmal sind sie froh, wenn du es nimmst. Die Lampen. Erinnern mich sofort an so eine Gastwirtschaft, in der die Gläser irgendwie ausgewaschen werden. Ja, das ist Glück, dass man sowas findet mal. Weißt du, dass das dann auch irgendwie so passt? Das gibt's eigentlich selten.
Markus, du gehst jetzt bitte mal hierher. So. Ja. Hier hast du jetzt deinen Mann wieder an deiner Seite, ruckt zusammen, denn du hast ganz, ganz wackelige Knie. Also, Andrea und Markus, Augen auf! Boah, oh, wie toll! Ja, kann ich. Genau, wie ich gemeint habe. Schau her. Ah, super! Und dann Stau hat es auch noch einer da, um Gottes Willen. Ja, also mir ist jetzt ein bisschen zu modern, glaube ich. Markus? Das ist genau mein Ding. Eine ist wirklich. Das ist genau mein Ding. Aber wo ist der Computer? Schau hier. Ja, der muss irgendwo anders sein. Wow! Ganz gut. Ja, Wahnsinn! Der Hundi? Ist eine Spitze. Es ist echt ja, toll. Ja? Also, er läuft auch schon, wie du siehst, der Computer. Ihr könnt im Grunde schon loslegen. Also, ich muss sagen, ha? Toll. Ehrlich? Echt super. Und das freut mich für Markus. Der hat zusammen mit Andrea auch viel bewegt. Wenn man das neue Wohnzimmer sieht, glaubt man, in einem anderen Haus zu sein. Und das Design von Stefan, jetzt im Ganzen gesehen, hat einfach was. Es ist elegant, durch die weißen Sofas und die gestreiften Wände. Und gleichzeitig gemütlich. Deswegen hat Stefan die Vorhänge an Stricken aufgehängt, die Geweih beim Antiquitätenhändler besorgt und derbe Blenden gebaut. Und diese Lampe, einfach witzig. Es war ja so eine Gemeinschaft, ist es ja immer bei Tapetenwechsel, aber es gab einfach auch so Sachen, wo ihr euch annähern musstet. Deine Meinung und die Meinung der Kandidaten, wie ist du da gegangen? Ja, es war ein bisschen schwer für mich. Die Andrea, die ließ sich nicht so schnell überzeugen. Aber ich glaube, letztendlich war sie doch dann ganz zufrieden. Aber es war ein harter Kampf für mich. Ja. Aber das ist auch das Gute bei Tapetenwechsel, finde ich, dass man einfach sich austauscht, dass die Kandidaten und du zusammen letztendlich entscheiden und dass dann so ein Raum entsteht. Und ich hoffe jetzt sehr, wenn die beiden anderen jetzt da sind, dass sie nicht zu diesem Strick greifen müssen. Augen auf! Wow. Wahnsinn! Wahnsinn! Wahnsinn, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ein Traum. Echt ein Traum. Weiß ich. Super, gefällt mir. Ehrlich, die Farbe war echt toll. Ja. Echt. Hervorragende Kandidat. Also da waren nicht nur Schraubenzieher und Bohrmaschine, da war irgendwas anderes auch noch im Gesicht. Auf jeden Fall. Trotzdem hat es funktioniert. Bastel, Bastel. Es war wieder mal wunderbar. Ja. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns bis zum nächsten Mal beim Tapetenwechsel. Zum Wohl.